Wenn der Magdeburger Boxweltmeister Robert Stieglitz am 25. August in der O2 World Arena in Berlin den Ring betritt, um seinen Titel im Supermittelgewicht gegen Arthur Abraham zu verteidigen, wird er dabei von diesem Song begleitet. Der Titel, der hier gerade im Hintergrund zu hören ist, wird Stieglitz' Hymne für ihn Walk-In, den Weg von der Umkleidekabine bis zum Ring. Der Song Du bist es stammt von Schlagerstar DJ Ötzi. Und um schon mal ordentlich Werbung für Roberts Kampf, aber auch für seine neue Single zu machen, schaute der Österreicher am Freitag im SES-Box-Gym in Olvestedt vorbei. Begleitet von seinem Manager Volker Neumüller, vielen sicher bekannt als ehemaliger Juror bei Deutschland sucht den Superstar, machte er sich selber ein Bild von Roberts Trainingsstand und streifte anschließend auch selber die Boxhandschuhe über. Denn auch wenn Gary Friedle, so der bürgerliche Name Ötzis, schon stolze 41 Jahre alt ist, zögerte er nicht, für die Medien mit Stieglitz in den Ring zu steigen. Ötzi stand zwar schon auf vielen Bühnen, doch bei einem Boxkampf die Einmarschmusik zu präsentieren, ist auch für ihn etwas völlig Neues. Es freut mich total, dass ich das für den Robert machen kann. Ja. Ich habe den Bezug eigentlich nie wirklich gehabt. Ich habe trainiert, ja, Boxen trainiert und habe mich da eigentlich immer draußen gehalten. Ja. Und durch einen Zufall haben wir den Manager auch kennengelernt und dann eben auch den Robert. Ja, ich finde es super, es taugt mir total, weil es ist so ein netter Mensch. Total ein cooler Typ auch und irrsinnig trainiert. Im Magdeburger SES-Gym trafen sich Schlager und Boxstar heute zum ersten Mal. Bisher hatten die beiden nur telefoniert. Sein Walk-In-Song kennt Robert aber schon länger. Gleich beim ersten Hören hat ihm das Stück gefallen, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Ich habe festgestellt, erstmal nicht mit Heavy Metal in den Ringen. Ja, ist nicht meine Musik. Also ich habe schon Deutschsprachige Musik gesucht und gewollt und das hat mir DJ Ötzi gepasst. Inhaltlich beschäftigt sich Ötzis neue Single nicht direkt mit dem Boxsport, sondern mal wieder mit der Liebe. Doch auch da gibt es einige Parallelen zwischen Robert und Gary. Ja, es passt vom Refrain, du bist es, du warst es, du wirst es immer sein. Ja? Mhm. Das passt für mich optimal. Und die Geschichte noch dazu, also ich hab Höhen und Tiefen in meinem Leben erlebt. Und bin begleitet worden durch meine Frau. Ja. Und momentan, so wie das aussieht, ist er auch sehr verliebt in seine Frau und dann passt eigentlich optimal. Ja. Wirklich ernsthafte Schläge gab es beim Showsparring nicht zu sehen. Wäre ja auch ein unfaires Duell. Der Gast aus Österreich machte im Ring aber trotzdem eine gute Figur. Und eine gewisse Ähnlichkeit zu Schwergewichtsboxer Francis Botha lässt sich auch nicht leugnen. Das wäre wahrscheinlich auch Ötzis Gewichtsklasse. Stieglitz ist jedenfalls schon jetzt in Topform und die gilt es natürlich auch bis zum Boxabend Ende August beizubehalten. Training läuft, ich bin sehr zufrieden, ich bin verletzungsfrei. Okay, es bleibt noch 4-5 Wochen, also bis zum Kampf, bis zum 25. August. Also momentan läuft alles, also ich bin sehr zufrieden, also ich fühle mich richtig stark und Hauptsache, ich muss am 25. Also dieselbe Verfassung haben und ich will meinen Titel auch nicht abgeben, ich will ihn verteidigen. 4 Wochen bleiben jetzt noch bis zum Duell mit Arthur Abraham. Beim Training setzen Stieglitz und Schemski auf Altbewährtes. Daher wird auch ausschließlich hier in Magdeburg trainiert, wo die beiden die besten Bedingungen haben. Also wir sind auf einem guten Weg. Die Woche ist fast abgeschlossen. Nächste Woche beginnen wir mit dem Sparring. Also Athletik ist alles da. Am Nachmittag machten Boxer und Musiker noch einen Stopp am Alten Markt. Dort konnten Stieglitz und Ötzis Fans den neuen Einmarsch-Song erstmals live erleben. Damit wollten sie auch die Magdeburger aufrufen, Weltmeister Stieglitz bei seinem Kampf in Berlin am 25. August möglichst zahlreich zu unterstützen. Ötzis Single, Du bist es, wird voraussichtlich erst im September in den Läden stehen. Mit welchem Song Arthur Abraham die O2 World betreten wird, ist noch nicht bekannt. Aber die Musik sollte an diesem Abend auch eher zweitrangig sein, denn im Mittelpunkt stehen natürlich die spannenden Boxkämpfe.